So, willkommen zurück zur 14.1 oder sagen wir 14.2? Nee, wir nehmen das als 15. Folge. Zur 15. Folge von halt God of War. Wir sind halt, wie gesagt, auf dem Weg halt. Wo sind wir? Gucken wir. In Kunungsgard oder Königsgard eigentlich richtig übersetzt und müssen noch zwei Schlüssel finden. Schlüssel Nummer 2 wäre dann hier und Schlüssel Nummer 3 wäre dann da. Und dann können wir halt auch die Festung betreten. Sieh, da lang. Nochmal hier lang. Quasimodo, bist du hinter mir? Ja, er ist hinter mir. Schön. Hä? Kommt das Ding jetzt aber plötzlich her? Stein Nummer 2. Das hier ist noch größer als Veldurgan. Ja, der Einfluss des Zwergenkönigs war enorm. Was ihm wohl zugestoßen ist? Okay, das ging ist ja ein großes einfacher. Rätsel. Selbst unter den Söhnen Ivaldis. Mordsugnirs Verhalten vor seinem Verschwinden wurde zunehmend unberechenbar. Warum? Die Zwergradik, die gleiche Rüstung, auf der ihr euch befindet. Zwei Zutaten konnte er finden. Doch sein Unvermögen, die dritte zu finden, trieb ihn in den Wahnsinn. Der Ding ist doch für irgendwas gut. Hey, das ist eine Kiste unter Wasser. Ja, mal gucken, ob wir hier die Tür aufkriegen. Natürlich nicht, aber hier geht's anders lang. Die Weltenschlange immer noch. Da dran ist über uns. Och, ein kleiner Süßer. Alle tot oder war das nur der Drachen wieder? Ja, das war der Drachen. Okay. Gehen wir durch den Turbo? Nein, wir sind abergläubisch. Wir gehen nicht durch den Turbo. Und ist aber die Frage, links lang oder rechts lang? Weil rechts können wir ja nicht lang, weil da die Kette fehlt. Bleibt also nur der Weg links. Rechts meine ich. Gucken, haben wir noch irgendwo hier ein Vögelchen halt, den wir kalt machen können, so ein Neonvogel. Ja, da oben. Ja, den kriegen wir doch von dort aus ja nicht, ey. Könnte ich zwar versuchen, aber ich glaube mal ja nicht. Fast nah dran. Hey, wird nicht.
erstmal hier die Kette runterschmeißen. Nein, wir wollen nicht runter. Schreiner zerstören. Männchen oder Weibchen? Ich weiß es nicht. Kann es herausfinden. Keine schöne Angelegenheit. Drei Stück. Ach, da ist ja noch einer. Wohin bleibt man da? 24 von 51. Haben ja fast die Hälfte. Ja, klar. Voll drin. Der lernt so ein bisschen voll zu nehmen. Unsere Gegner sind stark. Wir sind aber stärker. So. Nee, noch nicht. Ja, nur ein Satz mit X. Da oben ist ein okay. Aber Schwein kann ja nicht. Nichts fallen lassen? Mies smart.
Geht das? Geht ja gar nicht. Oh, also doch hier lang. Oh, gucken wir mal noch irgendwelche Vögelchen hier oben oder irgendwo. Vögelchen, genau. Huhn. Okay. Atreus, komm her! Das war zu einfach. Das war ja mein einfachster Vogel. Junge, hierher. Ja. Der das wohl geschrieben hat. Junge, komm, lies. Sag mir, was da steht. Hey, hier liegt was. Macht etwas Genaueres zu dieser Rüstung zu erfahren. Doch ein Gerücht, das man immer wieder hört, ist, dass die Rüstung ultimativen Schutz bietet. Eine nützliche Eigenschaft für einen unbekannten Krieger. Dennoch ist dieses geplagte Land alles, was von ihm bleibt. Deshalb darf man Legenden nicht trauen, Junge. Also, worauf kann man vertrauen? Auf dich selbst, Augen, Instinkte. Vertrauen in Legenden ist ein Glücksspiel. Es zahlt sich selten aus. Wenn du es sagst. Oh, da mal die dritte. Und dann geht's zum Anker. Der Anker da oben und darf man den Drachen mal frei. Oh, jawohl! Und mal schauen, ob wir alle Drachen denn jetzt befreit haben. Und ob uns noch einer fehlt. Schuppe der Mächtigen. Regins Feuer. 2 von 3. Mist, da fehlt uns noch einer. Okay. Da fehlt uns also noch ein Troche. Und die ist immer noch unter Wasser. Bereit machen! Na okay. Ja.
Weltenschlangenschuppen. Ja. So. Dann machen wir jetzt die Türchen auf. Wir haben hier alles. Wir brauchen 3 Zugangssteine. Wir sind stark. Pass also gut auf. Uns fehlt also noch ihn. Wie soll das gehen? Wo haben wir den jetzt? Wir sind drin! Alles klar. Es geht los. Ziemlich runtergekommen hier drin. Was hast du erwartet? Weiß nicht. Vielleicht weniger Ruinen. Vielleicht sieht es im Thronsaal besser aus. Lena, du hast Vorstellung geht. Noch eins. Dakadu. Wow, eine Menge Arme. Das kannst du wohl sagen. 6, 7, 8... Konnte er mit 4 Bögen gleichzeitig schießen? Er war Schwertkämpfer. Er hatte ja nur 2 Augen. Thor hat ihn wohl zurechtgestutzt. So etwas tut er. Mal gucken, dass wir uns hier nicht verlaufen. Hörst du das? Nein. Was hörst du, Junge? Jammern. Okay, du hörst schon wieder was. Sehr viele Leute. Ach, sind bestimmt bloß alte Geister. Opfer der Herrschaft des verrückten Zwergs. Gut, hier ist eine Tür. Dann gehen wir mal zurück zur anderen Seite. Dann können wir hochklettern. Hier natürlich nicht, sondern hier. Zeichen des Elements, Zuwachsrate von Permafrost oder Verbrennung um 7%. Okay. Jetzt gehen wir wieder zurück hier. Und gehen durch die Tür. Mal gucken, was wir da finden. Wer wir uns da erwartet. Sie klingen fast wie... Doch, da steht ja schon nicht. Das waren viele Hehlläufer. Hey, sieh mal hier. Eine Blutspur. Wo siehst du denn hier bitte eine Blutspur? Was haben wir jetzt? Tödliche Griffe der Vitalität. Seltener Klingenknopf. Geringe Bonusaktivierungschancen auf einen Gesundheitsschub bei jeder erfolgreichen Tötung. Okay. Aber leider blau. Mist.
Blau ist nicht gut. Dann schieben wir mal das Ding hier weg. Hier ist ein Durchgang hinter dem Thron. Ein Geheimgang. Tja, wäre wohl kein richtiger Thronsaal ohne Geheimgang. Komm, Kador, schieb. Junge, schieb. Tum, tum. So, da hast du eine Blutspur. Kratos, tust du was? Schon wieder raus aus der Festung gehen. Was du ihm abgenommen hast. Das müssen die drei mythischen Zutaten sein, die Brock gemeint hat. Das war's, die drei mythischen? Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich in meinem ganzen Leben keine seltsameren Objekte gesehen habe. Wie sollen Brock und Sindri etwas bauen aus, was immer das ist? Unterschätze nie die Zwerge. Sie sind Mistkerle, aber äußerst geschickt. Sie haben mal aus dem Zahn einer Katze und Vogelspucke eine unzerbrechliche Kette gemacht. Das ergibt doch gar keinen Sinn. So geht die Legende. Von einem abgetrennten Kopf solltest du keine Fakten erwarten. Sieh. Mal gucken, wo wir rauskommen jetzt. Ich glaube, da, wo wir halt... Wieder eine Nornentruhe. Oh Gott. Das führt zu Kopfschmerzen. Ey. So, klack, hier ist eine. Scheiß N. Trägt es da. Ah, wie soll man das denn? Go!
Leute, was ist denn los mit euch? Ja? Ja, echt eine Quad. Geht das nicht? Gutes drin. Wie sie wohl in besseren Zeiten ausgesehen hat? In seiner Blüte war Konunsgard ein herrliches Land, bevor sich der Zwergenkönig in seiner Besessenheit verlor. Okay, hier ist nicht mehr. Der Zwerg hat blind auf die Legende vertraut, ungeachtet jeglicher Konsequenzen. Dies ist das Ergebnis. Vertrauen ist ein Glücksspiel. Wie du gesagt hast, der Zwergenkönig verlor. Reine Essenz der Welten, legendär. Legendärer Weltenstaub. Schön. 12 von 18, na, ist das schön. Haben wir wenigstens schon über die Hälfte. Warum gehen wir zur Sindri hier lang? Hätten wir uns natürlich auch porten können. Ihr habt die legendären Materialien? Unglaublich! Oh, ist das aufregend! Trefft mich beim Tempel und wir fangen sofort an! Das einer meiner geflochtenen Mistelpfeile an deinem Köchergurt?
ein Andenken an deinen Freund Sindri. Ich bin ja so furchtbar gerührt. Tja, das ist halb richtig. Was hast du denn gehört? Oh, ja, er ist von uns. Mjölnir hat uns bekannt gemacht. Gab das einen Ansturm. Götter und Könige kamen. Wir waren ein tolles Gespann. Süß. Natürlich nicht. Naja, es ist eine lange Geschichte. Dinge geschahen, die diesen gewissen... Keine Frostflamme. Eine Chaosflamme. Ja. Hast genug abgeschweift. Du siehst ja, keine Essenz der Welt. Okay. Gut, dann geht's ihm mal zurück zu Broxlan. Dann gehen wir nochmal halt zum Teleporter. Dann wollen wir uns das Gesabbel noch von dem Kopf losmachen. Aber eigentlich haben wir doch... Ja, wir könnten auch mal nach zu Hause gehen, da haben wir ja auch noch Red. Nee, wir wollten nicht gegen die Dings kämpfen. Gegen die Valkyrie haben wir keinen Bock. Geschichte an. Will Odin dorthin, wo er nicht hinkommt? Soll das heißen, dass er auch nach Jötunheim will? Ja, er ist geradezu besessen davon. Aber es ergibt überhaupt keinen Sinn. Oh, seit wann erzähle ich Unsinn? Baldur wollte durch uns den Weg nach Jötunheim finden. Aber das war, bevor wir überhaupt wussten, dass wir nach Jötunheim müssen. Das ist verrückt. Abgesehen davon, dass ihr unterwegs nach Jötunheim seid. Also hatte er recht. Jetzt bin ich verwirrt. Dann hast du jedenfalls zugehört. Wir können uns ja jetzt nichts Gutes vorherstellen. Ey. Ihr Jungs strahlt ja richtig. Wir haben die Materialien. Aber sie sind so seltsam. Wie baut man eine Rüstung aus etwas so... Kehricht? Kehricht? Bitte ich einen feuchten Kehricht an. Betriebsgeheimnis. Wir haben unsere Methode. Oh. Wie Öl und Wasser. Das haben wir jetzt schon wieder. Eine Errungenschaft. Okay. Gelobt sei der König. Zwergengefallen erledigt. Okay. Also gut, wie geht's? Okay. Normalerweise dachte ich eigentlich... Doch, Dittigen. Was haben wir denn hier? Erhöht die Zuwachsrate von Rage um 10%, okay. Moderate Bonusaktivierungschance auf eine Schutzbarriere, die das Schaden durch gegnerische Angriffe verhindert, bei dem im Mund angriff. Die Frage ist jetzt, was habe ich denn jetzt überhaupt an? Jetzt gucken wir uns erstmal an. Zur Verrate um 10%, 15% mehr Brandschaden. Also von plus 30% Rage. Okay. Heißt auch dort gesagt, natürlich, man hat längere halt Rage-Dauer. Das ist natürlich auch gut bei Bosskämpfen. Prozent mehr Frostschaden ist auch nicht schlecht. So, aber jetzt erstmal gucken, was ich überhaupt anhabe. Na gut, auf Wiedersehen. Fünf plus habe ich, okay. Fünf plus.
mythische Panzer. Okay. Gerne, hab geöffnet. So, das sind die Dinger. Dann stellen wir die meinetwegen her. Mit Stolz zu uns, Kerl. Ich wollte doch anziehen. Das hält den Ärger, Herr. Wie gut das. Tja, komm wieder, Regret. Ziehen wir an jetzt. Den ziehen wir an. Und den ziehen wir an. So. So, jetzt mal gucken. Auf alle Fälle erstmal was mit Stärke. Die hat alles, alle Werte. Okay. Den haben wir drin. Den hauen wir drin. Sieben Stärke. Zuwachsal von Permafrost, ja schön. Ja, hohe Bonus aktivieren und auf einen Runden sehen, wenn Kratos gesund auf ein kritisches Level fährt. Mhm, okay. Nee. So, Runden, was war Runden gewesen? Erhöht sowohl Runenangriffe als auch Elementarschaden. Mhm. So. Glück erhöht die Aktivierungschance des Bonus, erhöht XP und Hacksilber. Okay. Reduziert erlittenen Schaden. Machen wir den hier. So. LP 234. Jetzt mal schauen, wo wir jetzt noch irgendwie Vitalität herbekommen. Sieben Stärke. Ja,
nehmen wir das mit Stärke und Vitalität. Das bringt nichts. Nehmen wir ab, ja. So, was haben wir hier? Geringe Bonusaktivierung schon bei jedem erfolgreichen Klingentreffer eine Feuerbombe mit 3 Sekunden Verzögerung auf Gegner zu platzieren. Geringe Bonusaktivierung schon, um bei jedem erfolgreichen Klingentreffer mit einer Feuerexplosion Brandschaden bei allen Gegnern in der Nähe zu verursachen. 8 Stärke, 10 wieder, geht wieder die Tietflöten. Oh. Ach, Griff der verfluchten Flamme ist ja schon ausgerüstet, deswegen. Wollte es schon sagen. Was brauchst? Oh, dann wollen wir dich mal versorgen. Erstmal verkaufen. Was, da nimmt die Rüstung nicht? Dreck. Maskatstahl haben wir nicht. Oscar, na, das Stall haben wir nicht. Haben wir natürlich nichts, ey, von wegen. Dreck. 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 Ist mir doch scheißegal. Nein. Das ist mein Wort. Nein, ich wollte noch mal gucken, ey, Mann, wie das hieß. Rüsten wir dich aus. So, ich brauche Asgarder Stahl. Kalten haben wir nicht, Nö. Ein andermal vielleicht. Ein andermal vielleicht. Oh,
Jetzt mal überlegen. Könnten natürlich nochmal nach Hause gehen. Upsi. Aber wir gucken erstmal halt, was die Zeit so sagt. Vielleicht ist das Video schon wieder zu lang und oder zu groß werden. Gucken. Ja, wir sind schon bei 46 Minuten. Ja, wir machen jetzt erstmal Strich Zappenduster. Hören jetzt erstmal auf und spielen dann beim nächsten Mal weiter. Okay, dann einen schönen Tag dir noch und bye bye.